Willkommen hier in Gernsheim bei unserem Projekt, ein Biotop erstellen. Wir haben bis jetzt schon viel erreicht und es ist nicht mehr viel zu tun. Und wir bedanken uns erstmal bei unseren ganzen Helfern und wir müssen hier noch ordentlich arbeiten. Ja. Gehen wir auch gleich ab. Ja, kann ich mir vorstellen. Vielleicht sagt ihr mal, was ihr hier macht alles. Ja, wir haben hier erstmal einen Weg angelegt durch diese Hecke. Weiter haben wir dann den Teich ausgehoben. Genau. Und Welle erbaut. Und mit der restlichen Erde haben wir die Welle drumherum gebaut. Da kommen noch Wasserpflanzen rein. Wasserpflanzen, Dachwasserbereiche. Den ganzen Weg geschottert, Wege erstellt, auch um dabei die Welle noch zu glätten. Die Bänke einbetoniert und noch das Informationsschild muss noch aufgestellt werden. Genau, ja. Und alles bis morgen. Ja, alles bis morgen. Also wir können schon gar nicht erwarten. Einiges noch zu tun. Wir schaffen das. Ja, und Radio war schon dabei? Ja, Radio war schon da. Ja. Und kommt vielleicht morgen wieder, weil sie uns so toll fand. Ja. HR3, ja. Ja. Bis wird wie viel? Auch, ja? Wird ja auch fleißig gehört. Super, ja, genau. Ja. Wir haben auch euch Grüße geschickt, vielleicht kommt das auch morgen. Ja. Hört mal auch zu. Und wie viel Uhr arbeitet ihr oder wie lange ist das? Es war bis jetzt jeden Tag unterschiedlich. Also am ersten Tag haben wir wirklich bis um 10 Uhr alle rangeblockert. Gestern ist es nicht ganz so spät geworden. Aber ich denke, zwischen 10 und 11, wenn es wirklich dunkel wird und die Scheinwerfer hier von der Feuerwehr nicht mehr genug Licht bieten. Ach so, stimmt, ja. Und was ist mit Essen hier? Ihr seid zwar in der Nähe von Maria Einsiedel, Wir haben eigene Köche, also die helfen uns. Also wir haben die große Unterstützung von unseren Köchen, die uns auch immer wieder bekochen. Und die haben uns auch in der Organisation der Essensspenden mega unterstützt. Okay. Gibt es auch Abschlussparty oder Feier? Wie wird das? Ja, morgen um 17 Uhr, wenn dann alles vorbei ist, wird man Grill anschmeißen. Und dann darf jeder kommen und mitgrillen. Wird das für alle geöffnet, dieser Biotop? Oder ist das dann? Das ist öffentlich und jeder, der nach Maria Einsiedel und weiter in den Wald fährt, der kann daran teilhaben, was wir hier so gebaut haben. Okay. Super, vielleicht möchte jemand noch was sagen, oder? Okay, ich freue mich, dass ihr hier seid, ja. Und wünschen wir auch euch alles Gute, gute Segen, viel Kraft noch. Und dann, ja, das macht auch Spaß. Aber wie viel Wasser ist hier, Liter ungefähr? Das keine Ahnung, ich glaube, wir haben 45 Kubikmeter ausgehoben, 16 Kubikmeter wieder reingetan an Lehm. Und dann müssten es so 25 Kubikmeter Wasser sein. Vielleicht ein bisschen mehr. Okay. Habt ihr auch etwas durch Radio bekommen, Hilfe oder durch Homepage von 72-Stunden-Aktion? Wie,
Also zum Glück haben wir genug, ja, Spenden bekommen und konnten alles rechtzeitig organisieren, dass wir gar nicht so viel Hilfe haben. Okay, super. Danke euch. Und ihr seht gut aus, also nicht müde. Ja, also. Ach, wir haben aber schon genug gearbeitet. Ja. Ja, ja, klar. Es kommt dann heute Abend alles. Um wie viel Uhr steht ihr morgen auf? Oder? Och, es geht um 10 Uhr in die Kirche. Ja. Und dann geht es hier wieder weiterarbeiten. Auf den Endspurt. Genau. Ja. Super, dann wir drücken für euch alle die Daumen, ja? Mach's gut. Dankeschön. Ja.